Wollen wir den Fauxpas vom letzten Mal bereinigen? Ja, da bin ich, Trottel, direkt ins Netz gegangen mit einer Gleichrichterbrücke. Und dass das einen vollkommen kurzen in der Leitung gibt und noch eine 10 Ampere Sicherung dann durch ist, ist ja kein Wunder. Ne? Weil in der Originalanleitung haben sie ja einen Lastwiderstand mit dazwischen. Ja, ich habe leider keinen 50 Ohm Widerstand, 1 Ohm, nee, 1 Ohm Widerstand, ne? 50 Watt habe ich leider keinen da. Aber ich habe mir gedacht, 2 25 Watt Glühbirnen in Reihe tun es ja genauso. Ja, mal gucken. Ja, jetzt habe ich hier nur noch Gleichrichter mit einem D ganz hinten dran und das heißt bei denen, dass sie bis 200 Volt gehen. Ich weiß nicht ganz genau, ob man da 230 Volt draufjagen sollte, deshalb gehe ich jetzt zur Sicherheit mal mit einem Step-Down-Transformer, der aus 220 Volt oder 230 Volt 110 Volt macht und maximal 100 Watt liefert er. Also müsste vollkommen ausreichen, wenn ich hier 50 Watt dranhängen habe. Ja, sind wir halt mal wieder gespannt. Na dann, auf ein neues. Seid ihr bereit? Aha. Naja, gut. Ein Blitz bildet sich noch nicht drin, ne? Und die Lampen leuchten nur ein bisschen. Ja, oder soll ich wirklich mit 230 Volt drauf gehen? Gucken wir mal. Okay, dann jetzt nochmal wieder mit direkt 230 Volt. Aber zwei Lampen mit dazwischen geschalten. Okay, und? Also die Lampen leuchten zwar schön, aber mehr als blubbern tut es da drin auch nicht. Ne? Na gut, jetzt haben wir noch die Option, die Lampen parallel zu schalten. Ne? Ich zerlabere. Sprudelt wie Sau. Lampen leuchten schön. Aber kein Blitz im Glas. Hier jetzt nochmal die genaue Anleitung, so wie ich es gemacht habe. Also 3 12 Volt Batterien in Reihe geschalten, dann mir einen Mega Widerstand gebaut, also jeder so ein Widerstand hat 0,56 Ohm gehabt. In der Originalanleitung stand, dass man einen 1 Ohm Widerstand mit 50 Watt Belastung bräuchte. Ja, einer von mir hat 4 Watt Belastung, ja, die sind immer noch ein bisschen warm, ganz schön an die Grenze gekommen. Also insgesamt komme ich ja auf 40 Watt bei 1 Ohm. Ja. Und dann wieder drin beschrieben, das in Reihe dann hier anschalten. Nun denn, mit, ja, ich habe nur einen 40 Watt Widerstand mit einem Ohm. Auf ein neues. Oh, jetzt. Juhu, es geht, krass. Heftig. Ausschalten. Wuhu. Juhu. Brrr. Jetzt stinkt es hier ganz schön. Krass. Krasse Sache. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, also. Wie destilliertes Wasser doch stinken kann. Na gut, hier das mit diesen Kroko-Klemmen, da ist natürlich ein Haufen Strom drüber gegangen. Ne? Aber ja, hat gut funktioniert. Ja, einfach dann die Flasche, also die zwei Kohlestäbe ganz nah aneinander, sodass sie sich berühren und dann ganz langsam mit dem Schraubstock dann zudrehen, damit sie auseinander gehen. Ja, und irgendwann hat man dann den Punkt und wow, schön. Naja, endlich funktioniert mal was.